Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin heute mal ganz früh morgens unterwegs, weil nachher wird es gleich wieder ganz doll heiß und ich dachte, ich husche jetzt gleich mal früh morgens durch unseren Garten. Und ich wollte in diesem Video über die Schwingung der Erde sprechen, darüber, wie wir uns mit der Erde verbinden können und wie wir über die Erde auch eine gute Möglichkeit haben, wahrzunehmen, wie sich alles im Moment im Bewusstsein weiterentwickelt. Bevor ich da einsteige, wollte ich euch noch darauf aufmerksam machen, dass im Moment die Oase, meine Online-Community für erwachende Menschen, geöffnet hat. Wir haben nur 1 bis 2 Mal im Jahr die Oase offen für neue Teilnehmer. Und wenn du vielleicht schon längere Zeit überlegt hast, in die Oase einzusteigen, hast du bis zum 19. Juni, bis zum 19.06. Gelegenheit dazu. Okay, und ich lasse euch auch einen Link unter diesem Video, falls ihr wissen wollt, wo ist die Oase und wie kann ich mehr darüber erfahren. So, jetzt aber rein in unser Thema. Ich habe letztens mal darüber gesprochen, ich glaube, es war in einem Blogbeitrag, dass ich mich regelmäßig mit der Erde verbinde, dass ich wahrnehme in den letzten Jahren, wie die Schwingung der Erde sich drastisch ändert. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen, wo mich jemand gefragt hat, welches Gerät ich verwende, um die Schwingung der Erde zu messen. Und dann dachte ich, Mensch, es wird höchste Zeit, mal zu erzählen, wie ich das mache und was ich darunter verstehe, wenn ich sage, die Schwingung der Erde ändert sich, damit es keine Missverständnisse gibt. Ich habe kein Gerät, mit dem ich rumlaufe und dann immer wieder gucke, was jetzt gerade in der Erde los ist, sondern in gewisser Weise bin ich das Gerät, was wahrnimmt, wie die Schwingung der Erde sich gerade für mich anfühlt. Und das ist etwas absolut nichts Wissenschaftliches. Das heißt, wenn du hier gelandet bist in diesem Video, weil du wissenschaftliche Techniken kennenlernen wolltest zum Messen von irgendwelchen Schwingungen, dann husch, husch, schnell weiter zum nächsten Video. Meine Art der Verbindung mit der Erde ist eine innere Verbindung. Und das ist dieselbe Art von Verbindung, die du auch zum Beispiel mit einem anderen Menschen haben kannst. Wenn du einen Partner hast, wenn du in einer langjährigen Beziehung bist, dann kennst du das vielleicht. Man fängt an, ein Gespür für diesen Menschen zu entwickeln, dadurch, dass man denjenigen immer wieder wahrnimmt. Und man kriegt langsam wie so eine Art innere Verbindung zu diesem Menschen. Man weiß auch ohne Worte, wie es dem anderen geht. Man spürt, wie derjenige sich weiterentwickelt. Man spürt, wo derjenige gerade ist. Und ich finde diese innere Verbindung, diese innere Wahrnehmung absolut wichtig. Ja, weil sonst hat man nur die äußere Ebene, die Fakten, die Zahlen, die äußeren Erscheinungen. Und da fehlt sehr viel. Die Realität ist für mich tatsächlich so, wie man oft sagt, wie ein Eisberg ist. Es ist nur ein kleiner Teil an der Oberfläche sichtbar und ein großer, großer Teil. Den können wir nur wahrnehmen, wenn wir uns reinspüren, wenn wir wahrnehmen, wenn wir wirklich unsere intuitiven, ganzheitlichen Sinne verwenden. Nicht nur unsere Augen, unsere Ohren und die normalen Sinne, sage ich jetzt mal. So. Und bei mir ist es so, dass ich immer gerne schon draußen war in der Natur, dass ich immer gerne schon die Erde wahrgenommen habe. Und zwar nicht nur jetzt die Pflanzen oder bestimmte Landschaften, sondern wirklich die Erde als Wesen, wie ein Wesen, genauso wie ich unsere Katzen wahrnehmen oder unsere Hunde, genauso kann man die Erde als Wesen wahrnehmen. Und vielleicht denkst du, ja, aber die Erde ist ja so groß. Wie soll ich die Erde als ein Wesen wahrnehmen? Ich bin ja im Vergleich zur Erde wie so ein kleines Sandkörnchen und die Erde ist riesig. Wie soll ich mit ihr in Verbindung sein? Lustigerweise auf der energetischen Ebene gibt es sowas wie Größe nicht. Nicht sowas wie physische Größe.
Das heißt, ich kann genauso mich verbinden mit der Energie von Deutschland, ich kann mich verbinden mit der Energie von unserer Katze, von unserem Haus, von meinem Körper, von meinem rechten Arm und all diese, und es spielt keine Rolle, wie groß das physische Objekt ist, mit dem ich mich verbinde. Es ist genau dieselbe innere Geste, mit der ich mich einstimme und wahrnehmen kann. Ja, und ich bin jemand, ich verbinde mich gern täglich mit der Erde. Das sieht meistens so aus, dass ich meine Augen schließe. Manchmal mache ich es draußen. Im Winter, muss ich gestehen, mache ich es auch manchmal drinnen. Das geht auch. Ich habe auch schon so Leute sagen hören, oh, wenn man im Hochhaus wohnt, dann kann man sich nicht mit der Erde verbinden. Oder wenn man in der Stadt wohnt, kann man sich nicht mit der Erde verbinden. Das sehe ich nicht so. Ich habe das Gefühl, wir können, wo auch immer wir sind, ich habe mich auch schon im Flugzeug mit der Erde verbunden. Wie gesagt, auf der energetischen Ebene gibt es sowas nicht wie so bestimmte Voraussetzungen. Da können wir einfach direkten Kontakt bekommen, wo auch immer wir sind. Ich schließe dann meine Augen, lasse mich so ein bisschen in den Körper sinken, entspanne mich. Und dann erlaube ich mir tatsächlich nach unten zu sinken mit meiner Wahrnehmung. Und die Erde unter mir wahrzunehmen, die Erde als lebendes, atmendes Wesen. Die Erde hat eine Persönlichkeit, die hat einen Charakter, ich habe eine Beziehung zur Erde. Und seitdem ich mich so bewusst mit der Erde verbinde, hat sich mein Leben auch deutlich verändert. Wir sind aufs Land gezogen, wir ernähren uns viel naturnah, wir gehen viel mehr mit den Jahreszeiten, wir achten viel mehr auf so ökologische, biologische Sachen und mein Körper genießt einfach diese tiefere Verbundenheit mit der Erde. Das heißt, da ist ganz viel, was mein Leben bereichert hat, einfach so passiert, ohne dass ich jetzt im Kopf hatte, oh, ich muss die Umwelt schützen oder oh, ich will mehr Natur oder so. Das war wirklich durch diese innere Verbindung. Deshalb finde ich das auch so was Schönes, die Vorstellung, dass viel mehr Menschen sich mit der Erde verbinden und wir dadurch von innen her eine neue Ausrichtung zur Erde auch bekommen. Also ich glaube, da ist eine große Möglichkeit da, dass auch unser Verhalten sich dann ändert und unsere Lebensart und Lebensgestaltung. Jawohl. Und wenn man das täglich macht, wenn man täglich die Erde als Wesen wahrnimmt, ich nehme sie als sehr freundliches Wesen wahr, auch als sehr tiefes, kraftvolles Wesen, wenn man die Erde wahrnimmt, dann merkt man, wenn man das täglich macht oder über Wochen hinweg, über Monate hinweg, dann merkt man eine Veränderung. Man merkt so eine Art Tagesqualität, wie fühlt sich die Erde heute an. Und man merkt aber auch, wenn es manchmal so richtige Stufen gibt, richtige Schübe, wo ich dann immer sage, wow, Schwingungserhöhung, ja, oder so ein Sprung im Bewusstsein, wo man tatsächlich merkt, da passiert jetzt was Drastisches. Ich erzähle euch auch gleich, was die drastischen Dinge sind, die ich so in letzter Zeit wahrgenommen habe. Aber erstmal nur dazu, das ist, wie ich dann Veränderung feststelle. Und ich glaube, nur wenn man sich regelmäßig verbindet, kann man diese Veränderung auch wirklich wahrnehmen. So, jetzt ist es nicht so, dass ich das Gefühl habe, die Erde ist sozusagen der Boss in der Entwicklung des Bewusstseins und die Erde macht Sachen und wir werden irgendwie blindlings mitgerissen. Ja, es ist nicht so, dass die Erde führt, sondern das, was uns in die Bewusstseinsentwicklung ruft, ruft auch die Erde in eine Bewusstseinsentwicklung. Und es ist so, dass die Erde sehr viel offener ist an manchen Stellen, dieser Entwicklung zu folgen als wir. Ich gehe deshalb so gern in die Natur, durch den Wald, verbinde mich mit den Pflanzen, mit den Tieren, weil ich immer wieder merke, die haben wirklich null Widerstand. Die gehen einfach mit. Ja, oft sehe ich die Bäume und denke, wow, die sind einfach in dieser Meditation, die nehmen an, die
die lauschen, die warten, die gehen mit jeder noch so kleinen energetischen Veränderung einfach mit. Und wenn ich mich damit vergleiche, ja, wenn meine Seele mich ruft, einen neuen Schritt zu machen, dann sage ich erstmal nein und da komme ich an Schmerz und dann habe ich Angst und dann gibt es inneres Gerangel und dann sage ich dann doch ja und dann lasse ich mich ein. Das heißt, bei uns Menschen gibt es meistens jede Menge Drama, wenn die Natur in der viel größeren Einfachheit und Anmut einfach weitergeht. Deshalb bin ich so gerne in der Natur, weil ich dann merke, ah, so sieht es aus, wenn man einfach nur ja sagt dazu. Deshalb verbinde ich mich auch gern täglich mit der Erde. Und die Erde macht nicht viel Drama, sondern die geht einfach mit. Und ich habe das Gefühl, dass es auch eine sehr befreiender Schritt ist, eine direkte Beziehung zur Erde zu haben. Weil ich glaube, dass manche Menschen gar keine Beziehung zur Erde haben, also wirklich gar keine emotionale Beziehung. Das ist auch in der heutigen Zeit nicht schwer, wenn man immer am Computer und Handy und ständig irgendwo drinnen ist, in künstlichen Umgebungen oder in städtischen Umgebungen, die manchmal ja auch nicht so unbedingt uns mit der Natur direkt verbinden. Und dann gibt es aber Leute, die haben eine sehr einseitige Verbindung mit der Erde. Das heißt, sie spüren zum Beispiel, dass die Erde zum Teil auch von uns Menschen zerstört wird oder die Natur zerstört oder belastet wird. Und das sind dann, und dann kommt sowas rein, dass man die Erde nur noch als Opfer sieht, nur noch als schwaches, zerstörtes, gequältes, gefoltertes Wesen, das ihm aufschreit und was auch so ganz schwach ist und hilflos. Und ich habe das Gefühl, das tut uns auf Dauer nicht gut, so eine einseitige Beziehung zu haben. Ich sage nicht, das soll man ausblenden, ja, oder das würde nicht stimmen, dass es diese Facetten auch gibt. Aber stell dir vor, jemand würde dich nur als Opfer wahrnehmen, jeden Tag. Würde nur sagen, oh Gott, du hast ja eine schreckliche Kindheit gehabt und auch schon wieder hast du diese Angst und schon wieder das. Wenn jemand nur mit diesem Opfergedanken auf dich zugeht, irgendwann sagst du, hey, ich bin auch stark, ja, und hey, ich habe auch was nie zerstört werden kann in meinem Inneren und ich habe auch eine Essenz und ich habe auch einen Willen zur Veränderung und ich lasse mir auch nicht alles gefallen. Und ich glaube, dass die Erde möchte schon, dass wir klar sehen, dass nicht alles, vieles nicht in Ordnung ist, aber dass wir trotzdem ihre Kraft und ihre Größe und ihre Würde wahrnehmen und auch ihre tiefe Liebe, auch ihren Humor, ja, dass sie auch vieles einfach versteht und dass sie uns auch trotzdem Raum gibt, zu wachsen, uns weiterzuentwickeln, auch wenn wir uns nicht immer so ganz anständig verhalten ihr gegenüber. Und da habe ich das Gefühl, wenn wir uns täglich mit der Erde verbinden, dann kriegen wir diese balancierte Beziehung, wir kriegen auch eine ganz große Wahrnehmung für die Kraft der Erde und wir merken dann diese Sprünge im Bewusstsein. Was ich wahrgenommen habe vor 2012, schon eine Weile her jetzt wieder, war, dass die Erde ganz viel von unserer Vergangenheit trägt. Das heißt, alles, was Menschen erlebt haben, was wir gemacht haben, unsere Gefühle, unsere Emotionen, unser Leid, unsere Geschichte, die hingen so richtig in der Erde drin. So wie man in Gesteinsschichten ja noch alte Gebeine findet von irgendwelchen Leuten, die irgendwann unter einem Gletscher begraben wurden oder so. Genauso sieht es energetisch aus oder habe ich es energetisch wahrgenommen. Und dann nach 2012 hat die Sache angefangen, sich zu lösen. Und es war, als ob die Erde so innerlich gurgelt und anfängt, das alles wieder rauszuspucken oder loszulassen. Alles, was sie für uns getragen hat. Jetzt, vorletztes Jahr, 2016, habe ich gemerkt, da gab es einen richtigen Ruck, also es gab immer wieder so kleine Wellen, wo man gemerkt hat, oh, wieder ein Sprung, jetzt wieder hat sie wieder losgelassen. Und es ist eben so, diese Vergangenheit wiegt ja schwer und hat auch eine sehr niedrige Schwingung zum Teil. Sehr viel Leid, sehr viel Enge, sehr viel Härte, sehr viel Altes. Jedes Mal, wenn die Erde das loslässt,
hebt sich die Schwingung oder die Stimmung wird heller, feiner, höher, weiter, offener. Und wenn man feinfühlig ist, und wir erwachende Menschen, wir sind alle feinfühlig, dann merkt man das. Dann hat man das Gefühl, huch, ah, und alles öffnet sich. Und es bewegt sich dann auch ganz viel im Inneren, weil unser Inneres reagiert ja auf die Tatsache, wie viel, welche Schwingung uns die Erde einfach bereithält. Wenn wir in einem Raum ist, wo ganz viel Druck da ist, energetisch, dann können wir auch uns gar nicht so sehr öffnen. Aber wenn wir in einem sehr offenen Raum sind, ein sehr einladender, freier, weiter Raum, das passiert jetzt mehr und mehr, dann öffnen wir uns eben auch viel, viel stärker. Und seit 2016, da hatte ich dann auf einmal das Gefühl, Moment mal, jetzt ist irgendwo ein Punkt erreicht, wo das Ganze richtig so ins Rutschen kommt. Ja, vorher hatte ich mehr so das Gefühl, die Erde lässt so schrittweise, so immer wieder so, wie so impulshaft gehen die Sachen weg. Und dann Herbst, das war Frühjahr 2016, waren wir gerade im Urlaub auch lustigerweise, und ich habe mich morgens mit der Erde verbunden und verbinden wollen und habe gedacht, Mensch, ich kriege keinen Halt in der Erde, da ist kein Halt mehr da, ich kriege gar keinen Kontakt mehr, was ist denn da los? Und es ging wochenlang und ich dachte, das liegt daran, dass wir in Urlaub sind, aber als wir zu Hause waren, war es genauso. Und ich habe einfach nur gemerkt, das war wie ein Erdrutsch. Auf einmal hat die Erde wirklich gesagt, okay, alle Speicher sind jetzt offen und es darf jetzt alles gehen. Es darf jetzt wirklich alles gehen. Und seither, das ist wirklich so ein drastischer nochmal Moment gewesen für mich, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt gehen wir wirklich in die heiße Phase des Erwachens, auch in die heiße Phase des Bewusstseinswandels. Es ist nicht mehr so kleine Schrittchen, so kleine Wellen, sondern die Erde sagt so jetzt 100% ja. Und seither erlebe ich, dass unsere Prozesse als erwachende Menschen sich auch, also mehr geht gar nicht als das, was wir jetzt im Moment erleben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, die Erde wahrzunehmen und auch zu spüren, dass obwohl sie so drastisch Ja sagt und sich so komplett einlässt, da ist doch ein Halt da und da ist doch eine Ruhe auch da und da ist auch doch was da, was uns durch diese Veränderung hindurch trägt. Und ich glaube, das ist im Moment unglaublich wichtig für uns. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich noch mehr gehalten fühlen in dieser Zeit der Veränderung und du möchtest vielleicht auch einen direkteren Draht haben, nicht nur hören, was sagen andere über die Veränderung oder was ist so im Alltag los, sondern wirklich auch ein direktes Gefühl zu entwickeln für die Veränderung. Oh, mein Kater springt hier gerade rum. Dann würde ich dich einladen, dich tatsächlich jeden Tag kurz mit der Erde zu verbinden. Stell dich irgendwo hin, such dir irgendwo ein schönes Plätzchen, schließ deine Augen, lass die Aufmerksamkeit nach unten sinken und nimm wahr. Und mit der Zeit wirst du merken, oh, da kommen Botschaften, da kommen Wahrnehmungen und du hast die Möglichkeit, dich auch viel, viel besser auf die Veränderung einzulassen oder auch dein Leben in der Veränderung besser zu meistern. Ja, weil wenn ich gerade merke, wow, da blubbert wieder was oder da rutscht wieder was, dann weiß ich, okay, die nächsten Tage verhalte ich mich möglichst ruhig und nehme mir viel Zeit, um das erstmal zu verdauen. Und wenn ich merke, es ist alles relativ ruhig und stabil, dann lege ich los und kann mich auch auf der menschlichen Ebene viel mehr bewegen oder viel mehr Neues einfach machen. Und das ist wie so ein Leben in Verbindung mit der Erde, in Verbindung nicht nur mit den Jahreszeitenrhythmen, sondern auch mit den energetischen Rhythmen der Erde. So, ich hoffe, ihr habt mehr verstanden, was ich damit meine, wenn ich sage, ich spüre die Schwingung der Erde. Wie gesagt, kein Gerät habe ich dafür, aber es wäre natürlich auch lustig, wenn es eins gäbe, aber es wird auch vielleicht auch wieder ganz viel wegnehmen von der direkten Verbindung. Ich will auch kein Gerät haben, was mir sagt, wie sich mein Partner heute fühlt oder so. Gut, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr erzählt, wie ihr die Erde im Moment erlebt.
Habt ihr diesen Rutsch in 2016 vielleicht auch gespürt oder die Veränderung von vor 2012 und danach? Was ist deine Art und Weise, dich mit der Erde zu verbinden? Würde mich freuen, von euch zu hören. Und diejenigen von euch, die sich in die Oase anmelden wollen, euch lasse ich den Link unter diesem Video da. Alles Liebe, bis dann!